Ja, und somit ein herzliches Hallo zu Mass Effect Teil 1 von der Trilogie. Ja, versuchen wir es doch ein bisschen zu beschleunigen. Mal schauen, was mir da so einfällt, das Ganze. So, was ich weiß, müssen wir nach Terum. Und da landen wir gleich einmal. Das nehmen wir natürlich schon mit, so. Ja, und wen nehmen wir mit? Rex, weil den brauchen wir nicht mehr skillen. Tech-Stärke, die ist natürlich geil. Sie ist komplett auf Fighten. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Kaidan Alenko ist auch cool drauf. Aber das ist mir so wieder nicht sympathisch. Nehmen wir Dali mit. Warum zeigt das da oben den Kampfstärke nicht an? Was zeigt er bei ihm an? Achso, die Squad-Stärke ist das, alles klar. Alles klar, Bio und Tech, Kampfstärke bin ich ja dabei. So, nehmen wir mit, nehmen wir Dali und Rex. Rex ist immer für einen coolen Spruch drauf. Immer gut. So, das Marco natürlich. Jetzt ist die große Preisfrage, ob wir das jetzt wieder komplett bringen. Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Ja, denke ich mir. So. Sorry. Kann man hier reingehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, das ist nur so. Okay. Alles klar? Ah, wie E-Mail. Alle drin. Perfekt. So, fahren wir hier mal die erste Station an. Aber jetzt mit Marco ein bisschen schießen, das werden wir jetzt definitiv nicht alles bringen. Ja, wie gesagt schon, die Steuerung ist hier nicht die allerbeste leider. Ist auch nicht wirklich so gepatcht worden, so wie es ausschaut. Macht aber nichts, wir werden schon über die Dinge hier kommen. Es wird geladen. Da werden wahrscheinlich die Feinde geladen. Ja. Vermute ich jetzt einmal. So, was sagt denn eigentlich die Map? Wo müssen wir hin? Achso, da müssen wir links abbiegen. Okay, da gibt es einen Weg, das ist mir sehr sympathisch. Ja, da können wir im Prinzip dann irgendwas sich verheddern und wo falsch hinfahren. Ah genau, das war nochmal der Zoom. So, den Hügel fahre ich noch. Wenn da jetzt auch noch nichts ist, dann machen wir mal ein kurzes Cut, bis es losgeht. Ich glaube, das wird keinen interessieren. Da wird nur die Ding generell nachgeladen. Okay. Freunde. Oh. Ach du Scheiße! Holy shit! Aua! Die Lava. Schilde bauen sich wieder auf. Ja, sehr gut. Ja, komm, einmal geradeaus, bitte. Ho, ho, ho. Ja, das ist halt so das Schießen hier raus. Das werden wir aber jetzt wegkarten, wenn irgendwas ganz Spannendes passiert. Ja, erzähle ich es euch. Oder beziehungsweise ich schalte mich wieder ein, wenn es wieder interessant wird. Aber kurzes Cut, Freunde. Muss sein, leider. Ja, und da bin ich schon wieder. Jetzt müssen wir nämlich aussteigen. Bisschen Geballer gab's mit den Gas. Aber gut.
Schauen wir mal. So, was habe ich denn da eigentlich alles? Genau. Kann sofort geheilt werden. Das ist geil. Das gehen wir gleich mal auf die 5. Selbst unter Beschuss werden Teile des Schildes wieder hergestellt. Noch geiler. Gruppenheilung, das ist die Heilung. Was haben wir hier? Auf der Pistole. Okay. Ach so, das wechselt automatisch. Alles klar. Alles klar. Auf der Schrottjäger was nicht, da habe ich noch nichts gelevelt. Und dann Sniper haben wir das. Perfekt. So, jetzt muss ich aber auf die F-Taste, das darf ich nicht vergessen, genau. Ho, 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 ho. Da geht schon wieder dahin. Ist da noch einer? So, das hätten wir erledigt. Ja, hier müssen wir zu Fuß weitergehen. Ich glaube, das wäre schon wieder fast ein Bad gewesen, nur deine das mit dem Marco. Mit unserem Fahrzeug. Das wollte ich euch ersparen. So, wo geht's hier hin? Nirgends. Gibt's da was? Nein. Oh, 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 holy, 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 holy. Oh, mein Schild. So, der ist mal weg. Snipern kann man jetzt nicht wirklich, glaube ich. Ah, da oben steht er aber. Den Hammer. Ja, meine MG ist jetzt schon nicht schon so schlecht. Im Vergleich zum Anfang ist sie gar nicht einmal so schlecht. Was machen meine Leute da? Alle mit der MG, ja. Warum stehst du da mit der... Doch deine Pistole, das gibt's ja nicht. So Freunde, jetzt ist es aber soweit. Ah, und dann hält er ruhig. Ja, auf das bin ich auch bis jetzt noch nicht drauf gekommen. Dass ich da den Einser-Taste und dann hält er hier komplett ruhig. Okay, das war jetzt ein Schuss. Alles klar. Gut zu wissen. So, wo ballert er noch herum? Da hinten. So, Ruhe hier. Okay, das ist schon mal sehr geil. Jetzt weiß ich schon einmal, man kann snipern ganz ruhig mit dieser einen Taste. Ja, das ist natürlich sehr was Feines für die Entfernung. Natürlich im Gebäude haben wir da meistens eh nie die Möglichkeit. Aber gut. So, ja, so schnell wie möglich hier weiter. Was war ungefähr der Plan? Links rauf. Loot, loot, loot. Nö, liegt nix. So. Ist da oben, da blendet nur die Sonne oder was auch immer das ist. Da sehe ich schon mal einen Komplex. Das ist schon mal gut. So, wir werden mal schnell speichern. Gar nicht gut. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ach du Scheiße, irgend so was Schnelles. Das ist... Oh, 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 oh. Freunde,
Das mag ich gar nicht. Oh. Oh, 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 oh. Ein großer Gas. Ganz schlecht. Warum schaue ich da eigentlich darüber? Mein Schild ist schon komplett hinüber. Alles wegräumen, was es so gibt. Zestali tot, das gibt's ja nicht. So, wo stehst denn du überhaupt? Da neben mir, okay. Ja, super. Das ist ja ganz optimal. Na gut, da können wir jetzt eh nicht viel machen. So, ich werde nochmal... Ich sollte vielleicht in einen Schuss melden. Schießt er wieder? Na Gott, sondern bleibt er da hinten stehen. Holy, Glück gehabt. Selbst die Geht würden nicht in dieser Hitze leben wollen. Boah, Gott sei Dank ist er wieder aufgestanden, ja. Da hätte ich es müssen vorher, gleich bevor es losgegangen ist, irgendwo taktisch platzieren. Weiß zwar nicht, ob sie dann dort stehen geblieben wäre, aber fürs nächste Mal können wir sich das merken. Medigels habe ich auch noch 6, sehr gut. Ich weiß nicht, ob die automatisch aufgefüllt werden oder wie auch immer. So eine Mini-Runde, schauen wir noch, ob es was zum Looten gibt. Da geht ein Schlauch ins Leere. Das ist da hinten, das ist nur optisch für uns, oder? Ja, genau, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur zum Lift, zack, und gehen wir schon rauf. Ja, cooler Fight trotzdem, obwohl der ist zwar hinten stehen bleiben, aber, ja. War trotzdem nicht ganz so einfach. Ich werde aber trotzdem die MG mal fürs Erste nehmen. Da, ah, und ich habe das Heilen da oben vergessen auch noch, das gibt's ja nicht. Fuck, das haben wir ja mit jetzt. Ah, bin ich schlecht. Bin ich schlecht, Leute. Oben bei dem, beim Schnellding. Hätte man können. Ah, da hat er gespeichert. Sehr schön. Da hätte man können ja noch zusätzlich heilen. Komplett vergessen. Also merkt man, wenn wieder ein schwerer Gegner ist oder so, oder wenn es ein bisschen schwieriger ausschaut. Schauen, dass man die zwei... Oh, der Fenster. Hui, hui, holy, holy, holy. Darf da nicht so lange umbleiben. Das ist der Cooldown. So, Moment. Was? Habe ich sich getroffen oder wie? Geht doch. Ich glaube, Dali hat mich ein bisschen geheilt, kann das sein? Ja, cool. So, Schild ist wieder oben. Oh! Also ist nur generell mein Schild, wenn er mein Schild trifft wahrscheinlich. Ja, Schild ist gar nicht einmal so schlecht, wenn wir das haben. So, schnell speichern wieder. Das kann man immer machen, dass da nichts passiert. Was sagt die Zeit? 14. Na, da geht noch was. Für den Bart. Die 14 sind wir jetzt eh schon relativ weit gekommen eigentlich. Fusionssicherheitszelle. Wo geht's da hin? Sieht aus, als hätte sich diese Höhle um die Ruine gebildet, nachdem sie erbaut wurde. Schaut so aus, Talia. Ja. Shepard. Cool.
Naja. Ach du Scheiße. Oha. Da ist ja noch einer. Holy shit. Klinisch weiß. Boah, Leute. Ordianer mögen es offenbar gemütlich. Rex hat aber auch ein geiles Schild drauf. So, Stufenaufstieg. Wo will ich hin? Erweitert Ding. So, einmal Spectre Training natürlich. Schon, den Nahkampf schon. Soldat. Gesundheit erhöht sich da. Ja, das will ich haben. Sehr gut. Und Rexy. Dein Sturmgewehr, das hast du eh auch immer in der Hand. Das tun wir gleich mal rauf und werfen. Nö. Mal hier zumindest bis dahin die Gesundheit. So. Tali. Tali, Tali, Tali. Dechiffrierung wäre natürlich geil auch. Sabotage. Erhöht Dech-Explosionen Schaden um 24%. Da will ich auch noch hin. Deine Pistole, genau, die hast du mal hier. Sehr gut. Eine Option. Und eine gehen wir rein in Schutz, Schutz, Schutz. Erste Hilfe, Elektronik, Dämpfung. Dämpfung. Weiter geht's. Ah, falsche Richtung. Okay, runter geht's. Speichern? Fehlgeschlagen. Achso, im Lift geht's nicht. Stehe ich denn da immer verkehrt? Oh, 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 oh. Schnell speichern, fehlgeschlagen. Nochmal F5. Haben wir fehlgeschlagen. Oh, cool. Das könnte unser letztes Crewmitglied sein. Crewmitglied sein. Ich sitze in der Falle, ich brauche Hilfe. Dr. Sony, wir können Sie hören. Alles in Ordnung? Was ist Ihnen zugestoßen? Hören Sie zu. Dieses Ding, in dem ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Gefangen? Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftauchen, versteckte ich ihn hier drin. Können Sie das glauben? Gate hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vorganer bei der Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Sie gehen vor, ich folge Ihnen. Also, dann los. Alles klar, F5. So, schaffen wir das noch auf die Schnelle? Oh. Was haben wir denn da? Holy, erwischt. Okay. Harley, was hast du da? Dämpfung, erhöhte Pistolenschaden, aber insbesondere die Möglichkeit.
Und zwar auf ihn. Geht das? Na, wahrscheinlich nicht, oder? Sehr geil. Stimmt, ich bin ganz fehlgeschlagen. Ist da noch einer? Da ist ein Rufzeichen auf jeden Fall. Wir haben gespeichert. So, was haben wir da? Ach du Scheiße. Oh, Freunde, Moment. Moment, 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 Moment. Stift. Ich schreibe mir das mit, weil das ist mir sonst zu blöd. Was war da jetzt? Achso. Hä? Okay, unten. Nochmal unten nicht. Unten. Unten. Links. Ja, jetzt können wir unten links oben. Unten links oben. Unten, nein. Unten links oben. Links auch nicht. Unten links oben oben. Okay. 4 und der letzte ist unten. Nope. Unten, links, oben, oben, links, auch nicht. Links, oben, 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 scheiße, wo haben wir noch nicht? Rechts, ja. Okay. Speichern. So, bevor wir aber da reingehen, schauen, ob es was zum Looten gibt auf die Schnelle. Ja, neuen Anzug habe ich auch. Schwerer Panzer, glaube ich, müsste das sein sogar mittlerweile. Wenn wir es bis jetzt noch nicht gesehen haben. Okay. Ah. Ja, komm rein. Uiuiui. Waffe, Stufe 4. Ja, very nice. Very nice. Und rein, jawohl. Sehr schön. Schrotti, 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 alle Stufe 4, könnte was dabei sein. Schaue ich mir dann in aller Ruhe wieder an. Leider schon die Waffen alle relativ gleich aus. Bis auf farbliche Unterschiede unter Umständen, aber ansonsten... nicht wirklich viel Unterschied. So, jetzt müssen wir da runter, noch einmal F5. Moment. Botanischer Turm, Rampe hoch. Müssen wir da runter? Ich schau mal da runter, scheiß drauf, gespeichert haben wir eh. Ah, da ist schon ein Knöpfchen zum Drücken. Jetzt wird das wieder länger, als wir es eigentlich gedacht haben. Ich will das aber abschließen gerne. Zeit sagt, es ist soweit leider. Deswegen, ja, da hinten ist sie. Badende und im nächsten Bad befreien wir Liara. Bis dann. Ciao, ciao.